Hallo und herzlich willkommen bei Entdecke Radio, die Interessengemeinschaft für besondere Menschen und Unternehmen. Wir sind heute live auf okitalk.com und die Zusammenfassung wird bei Tide 96.0 gesendet. Mein Name ist Marion Schumann. Mit mir im Studio ist heute Bernhard Wenzel, Produzent von Radio Money Talk an der Technik. Das Interview mit meinem Gast, Dr. Stefan Lanka, ist eine Aufzeichnung vom 24. Februar 2017. Ich habe Dr. Lanka am Bodensee besucht. Dr. Lanka hat sehr viel riskiert und einen Prozess gewagt, um Raum zu schaffen für neue wissenschaftliche Erklärungen. Das Thema der heutigen Sendung: Viren entwirren, Medizin entwickeln. Das Interview besteht aus drei Teilen. Heute senden wir Teil 1, in dem es vorrangig um den Masernvirus-Prozess geht. Dr. Lanka ist in den letzten Jahren nicht so richtig zu Wort gekommen. Mein Name ist Dr. Stefan Lanka. Ich bin Herausgeber des Magazins Wissenschaft Plus über Biologie, Forschung, Medizin, Soziales und Technik. Als Wissenschaftler betreibe ich Forschung und vermittle die Ergebnisse in Vorträgen und Seminaren. Meine Themen sind Wasser, Gesundheit, Gesundung und die medizinisch relevante Biologie. Die Berichterstattung über seine Arbeit war sehr einseitig. Vieles, was er selbst gesagt hat, wurde nicht veröffentlicht. Selbst der Ausgang des Prozesses wird entweder nicht richtig dargestellt oder einfach überhaupt nicht erwähnt. Im zweiten Teil geht es weiter mit dem Masernvirus-Prozess, darum, was eigentlich ein Virus ist und was uns denn jetzt krank macht. Im dritten Teil hören wir etwas über eine tomografische Technik, an der Dr. Lanka arbeitet. Es geht um Grundlagenforschung, um Wasser und um die Ursubstanz des Lebens. Dr. Lanka ist Biologe und Chefredakteur des Magazins Wissenschaft Plus. 5 Themenbereiche gehören zu seinem Beratungsportfolio: Biologie, Forschung, Medizin, Soziales und Technik. Wie wir in diesem Interview erfahren werden, ist seine Forschung ausgesprochen eigenständig. Aktuelle Ergebnisse der internationalen Wissenschaft fließen ein und Zusammenhänge werden sichtbar. Nicht alles, was man heute als Allgemeinwissen bezeichnet, ist tatsächlich wirklich wissenschaftlich mit Kontrollexperimenten durchgeführt und dokumentiert. Dr. Lanka sagt, Wissenschaft ist sehr wertvoll und wichtig, wenn Aussagen tatsächlich wissenschaftlich sind. Hierfür müssen 3 Kriterien erfüllt sein. Aussagen sind dann wissenschaftlich, wenn sie a. nachvollziehbar sind und b. überprüfbar sind und c. Vorhersagen zulassen. Seit 1998 sind die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens konkret formuliert worden. Sie gelten in allen Ländern und in allen Disziplinen. Auf dieser Basis hat Dr. Lanka am 24.11.2011 über das Internet ein Preisausschreiben veröffentlicht und darin angeboten, demjenigen 100.000 Euro zu zahlen, der eine wissenschaftliche Publikation des Robert-Koch-Instituts vorlegt, in der die Existenz des Masernvirus behauptet, bewiesen und dessen Durchmesser bestimmt ist. Das Robert-Koch-Institut ist durch das Infektionsschutzgesetz verpflichtet, eigenständige Forschung zu den Ursachen der behaupteten Infektionskrankheiten zu betreiben und diese zu veröffentlichen. Das Preisgeld wird nicht ausgezahlt, wenn es sich bei der Bestimmung des Durchmessers nur um Modelle oder um Zeichnungen handelt. Um den Preis auf dem Rechtsweg einfordern zu können, muss die vorgelegte Publikation inhaltlich und formal wissenschaftlich sein. Der fachfremde Jungarzt David Badens meldete sich auf das Preisausschreiben bei Dr. Lanka. Er legte 6 Publikationen aus dem Ausland vor. Eine geforderte Originalarbeit des Robert-Koch-Instituts war nicht dabei.
Unter Umgehung der klar definierten Regeln des Preisausschreibens klagte der Arzt 2013 beim Landgericht Ravensburg auf Auszahlung der 100.000 Euro. Das nun vom Bundesgerichtshof bestätigte Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart sagt wörtlich aus, dass in keiner der 6 von David Badens vorgelegten Publikationen die Existenz des behaupteten Masernvirus bewiesen wurde. Wie es dazu kam, dass nun gerichtlich bestätigt wurde, dass die 6 maßgeblichen Publikationen zum Masernvirus in Wirklichkeit keinen Beweis enthalten und trotzdem die ganze Welt an die Existenz des Masernvirus glaubt, darüber werde ich Dr. Lanka befragen. Lieber Dr. Lanka, vielen Dank, dass ich hier am Bodensee bei Ihnen sein darf. Fast alle Herausforderungen, die so im Leben auftauchen, haben eine Vorgeschichte. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit Viren. Worum ging es da? Ja, da muss ich ausholen und zurückgehen in meine Jugend. Ich bin hier am Bodensee geboren und ein Wissenschaftler, der beamtet war, hat auch tatsächlich das gemacht, was er unterschrieben hat, nämlich sich um die Qualität des Bodenseewassers zu kümmern, aktiv zu kümmern. Und von dem habe ich viel gelernt und habe gesehen, dass das Bodenseewasser sehr stark belastet ist, dass das Leben dadurch bedroht ist und dass es den Meeren noch schlimmer geht. Ich habe mich dann entschieden, statt Chemie Biologie zu studieren, um einfach dem Leben zu dienen, weil eben dieser Herr, Dr. Zahner, mir klar gemacht hat, wenn die Meere kippen, weil sie zu sauer sind, zu viel Gift drin und so weiter, dann produzieren sie keinen Sauerstoff mehr und er macht 70% des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre aus. Also wurde ich Biologe und schon zu Beginn des Studiums Meeresbiologe, um einfach zu lernen, was ist hier los. Ich war also im 3. Semester schon im Labor. Das Studium hat mich gelangweilt. Ich musste Dinge lernen, von denen ich damals und auch die Professoren schon wussten, sie haben keinen Bestand mehr, aber das wird noch 10 Jahre in den Lehrbüchern stehen, wenn nichts geschieht. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte gern im Labor arbeiten. Da sind mir einige Dinge gelungen. Mit diesen Errungenschaften, die ich selber erarbeitet habe, durfte ich ans Elektronenmikroskop und da gelang mir dann eine große Entdeckung, dass es nämlich im Meer, an allen Küsten und später hat man festgestellt, überall eine Unmenge von Strukturen gibt, kleinste Strukturen, die man mit dem Auge nicht sehen kann, die sogar viel, viel kleiner sind wie Bakterien, die so aussehen, wie wir uns Viren vorstellen. Ich dachte dann, oh, ich habe als erstes ein harmloses Virus entdeckt, weil ich auf eine Alge gestoßen bin, die eben überall im Meer vorkommt, die diese Teilchen produzierte, Milliarden und Billiardenweise, ohne dass es der Alge dabei schlecht ging. Im Gegenteil. Das war faszinierend. Ich habe gedacht, wow, jetzt habe ich was Interessantes zu studieren, zu erforschen. Die erste stabile sogenannte Virus-Wirt-Verbindung, wo ich einfach sehen kann, was ist los, weil gehört und geglaubt habe ich damals, ja, die Viren machen die Zellen kaputt, dann sind die kaputt und dann kann man gar nichts studieren. Und hier haben wir was, wow, das lebt quasi in Symbiose. Also ich bin selber vom Begriff ausgegangen, Virus ist was Böses, das tötet und macht krank. So kam ich in die Thematik rein. Ein österreichischer Professor, dessen Laborkapazitäten und seine Kapazitäten ich nutzen durfte. Er war Spezialist auf dem Gebiet der sogenannten Nukleinsäuren, der sogenannten Erbsubstanz. Und wir haben uns befreundet. Ich war zu der Zeit schon AIDS-Berater an der Uni oder AIDS-Aufklärer. Die AIDS-Hilfen waren noch nicht konstituiert und noch nicht an den Universitäten.
Ich habe diese Aufgabe selbstverständlich freiwillig durchgeführt, habe alle Leute gewarnt vor HIV, weil ich das geglaubt habe, ja, und war ja selber Virologe schon, bis mir dieser Professor auf die Schulter klopfte und fragte, ob ich das überprüft hätte, ob HIV tatsächlich AIDS macht und ob HIV überhaupt existiert. Ich sagte dann erschrocken, ja, das sagt doch die ganze Welt. Und er sagte mir, er hat nicht die Welt gefragt, sondern mich. Und so kam ich in dieses Gebiet hinein, mich eben mit dem gesamten Konzept und mit den sogenannten Virusbehauptungen der Medizin zu beschäftigen, selbstverständlich. Weil ich bin ja selber auf den Leim gegangen und eben dieser Professor Fritz Pohl sagte, dass Behauptungen, die Angst auslösen, Todesangst, die ja die Hälfte der Betroffenen in den Selbstmord getrieben hat damals und die andere Hälfte in den chemischen Tod, weil die Medikamente damals waren 10- bis 20-fach so stark konzentriert wie heute und das konnte man im Schnitt nicht länger als 2 Jahre überleben. Das war bekannt. Ich hatte dadurch natürlich Verantwortung. Und dieser Verantwortung habe ich mich gestellt, weil ich selber Verantwortung dabei trug, eben diese Angst, diese oft tödliche Angst selber zu verbreiten. Sie haben sich also schon sehr früh mit den Viren beschäftigt, mit der Angst und auch sehr früh Leute getroffen, die Ihnen Fragen gestellt haben, ganz speziell auch dazu, ist das alles überprüft? Zu dieser Thematik kommen wir in dem Interview auch nochmal später. Dr. Lanker war sich seiner Sache und seinen Forschungen relativ sicher. Er hat dann ein Preisausschreiben entwickelt, was eine sehr, sehr ungewöhnliche Idee ist in der Welt der Wissenschaft. Wie sind Sie darauf gekommen, ein Preisausschreiben zu machen? Ja, zuerst habe ich versucht, das Thema in der Wissenschaft selbst natürlich zu regeln, aufzulösen, indem ich auf den internationalen Kongressen der Virologie, auf den ich eingeladen war und dort referierte, immer ein Drittel meiner Redezeit reservierte, um über die Fehlentwicklung bei HIV und AIDS zu referieren. Ich habe nie eine Widerrede erfahren und die eigenen Professoren an der Universität Konstanz waren überzeugt, halfen mir aber nicht in der Öffentlichkeit hier weiterzukommen, sondern sorgten sich sehr darüber, weiterhin Forschungsgelder zu bekommen und fürchteten sich, dass die Universität Konstanz eine schlechte Reputation bekommt, wenn sie so einen Wissenschaftler beschäftigt. Weil ich habe das während meiner Diplomarbeit gesagt und während meiner Doktorarbeit. Als ich gesehen habe, dass auch ein Professor von mir Leiter der Max-Planck-Institute geworden ist, zuvor Leiter der Deutschen Forschungsgesellschaft war, nämlich Professor Makel, und ich ihn persönlich kannte und ich oft mit ihm über diese Dinge diskutiert habe und er es kannte, aber später in diesen sehr prominenten Positionen als Leiter der Deutschen Forschungsgesellschaft und der Max-Planck-Institut nichts getan hat, diese Dinge öffentlich zu machen, zu diskutieren, die anzugehen, dann wusste ich, dass es nicht möglich ist, innerhalb der Wissenschaft hier aktiv zu werden. Und weil einfach Menschen sterben und leiden mit diesen falschen Behauptungen, war es klar, ich muss andere Wege suchen, weil ich kann da nicht irgendwie weitermachen und meinen Mund halten. Das Angebot, eine Professur zu übernehmen, das hatte ich, aber das war für mich natürlich nicht möglich. Und ich denke, das ist auch von niemandem möglich, der diese Informationen an sich ranlässt. Was aber passiert ist, die meisten lassen diese Informationen gar nicht an sich ran, weil sie dann sehr leicht feststellen könnten, dass auch ihre Grundlagen oder die Grundlagen ihrer Arbeit auch nicht richtig ist. Und so ist ein Reflex, nichts wissen zu wollen und gar nicht zuzuhören und aggressiv zu reagieren, was natürlich extrem unwissenschaftlich ist. Der Zweifel ist die Grundaufgabe allen Wissenschaftens, jeden Wissenschaftlers, das ist mittlerweile vorgeschrieben, man muss alles und jedes überprüfen, hinterfragen, um Fehlentwicklung aufzudecken und Fehlentwicklung zu vermeiden. Das ist seit 1998 quasi Gesetz, das ist die Verfassung der Wissenschaften. Das muss jeder Wissenschaftler unterschreiben, dieses Regelwerk, der staatliche Gelder in Anspruch nimmt. Zurück zum Thema. Ich bin dann zuerst zu einem Verlag gegangen, nach Dortmund,
um dort zu arbeiten, habe dann festgestellt, der gibt vorzuarbeiten, tut es aber nicht, das war mehr als seltsam. Landete dann eben in Dortmund und ging von dort in ein Labor, in einer großen Praxis, um dort immunologische Untersuchungen durchzuführen, natürlich auch mit Patienten zu sprechen, ihnen die biologischen Sachverhalte zu erklären. War also in der Medizin beschäftigt und habe festgestellt, dass die ganzen immunologischen Tests in der Praxis auch keinerlei Aussagekraft haben. Das konnte ich während anderthalb Jahre feststellen. Und als dann auch dieser Arzt nichts dafür getan hat, diese Dinge öffentlich zu machen, sondern weiterhin nur Geld verdienen wollte, bin ich auch dort raus und habe mich selbstständig gemacht. Das ist also mein Weg und habe dann einen Kollegen getroffen, der die Sache in die Justiz brachte. Das war anfangs auch sehr lustig, wie die Justiz reagiert hat, komplett überfordert, plötzlich hier mit so großen Fragen konfrontiert zu werden, was auf der einen Seite verständlich ist, aber auf der anderen Seite ist da natürlich mit harten Bandagen gespielt worden. Wir mussten einige Urteile schlucken und viel Geld zahlen. Aber wir waren dann mal so weit und so geschickt geworden, juristisch zu argumentieren, dass es dann tatsächlich sehr hart geworden ist und ein leitender Oberstaatsanwalt uns gesagt hat, pass auf, ihr habt recht, aber im Strafrecht kriegt ihr das nicht geregelt. Ihr müsst ins Zivilrecht selber Preisausschreiben ausrufen und derjenige, der das Preisgeld haben muss für ihren wissenschaftlichen Beweis, der eben muss die Beweise vorlegen. So bekommt ihr das in die Justiz hinein und könnt das dann für euch öffentlich nutzen. Das war ein Ratschlag eines leitenden Oberstaatsanwaltes. Und der weitere Hintergrund war, ich habe mich dann von diesem Kollegen getrennt, der immer härter kämpfte und der Kampf stand im Vordergrund und eben nicht die Lösung. Und habe mich dann von ihm getrennt, weil man kann eben Dinge nur lösen, wenn man konstruktiv ist und auf dieser Ebene der Argumentation auch bleibt. Dann wurde ich von einer Ex-Bundesjustizministerin angerufen, die ich hier in Langenargen Jahre zuvor kennenlernte, persönlich. Und die wollte von mir Argumente, aktuelle Argumente, gegen das Robert-Koch-Institut gerichtet, um eben die in der Öffentlichkeit dauernd geforderte Masernimpfpflicht zu vermeiden. Also hatte ich die Aufgabe, neue Beweise zu liefern, die wir 10 Jahre zuvor dauernd gesammelt haben, in unseren sogenannten Klein-Klein-Aktionen. Wir haben die Zuhörer unserer Vorträge aufgefordert, uns nicht zu glauben, sondern an die Behörden die Beweisfrage zu stellen, an die Gesundheitsbehörden. Wo ist denn eine Publikation, wo ein Virus wissenschaftlich nachgewiesen worden ist? Und da kam tatsächlich die Aussage, wir haben diese Publikation nicht, wir brauchen diese Publikation nicht. Es ist Konsens, dass die Viren existieren und das reicht. Und diese Aussage von den höchsten Bundesgesundheitsbehörden schriftlich bestätigt bekommen, hat gezeigt, hoppala, mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Also habe ich dieses Preisausschreiben auf 100.000 Euro erhöht. Bis 30.000 hat sich niemand gemeldet und bei 100.000 Euro, das hat ein paar Leute angelockt und das führte letztendlich zum Masern-Virus-Prozess, der in den Medien als Wetten, dass es das Masernvirus nicht gibt, Prozess bezeichnet worden ist. Das heißt, so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es in der Wissenschaft durchaus Menschen, die ihnen zuhören und die auch verstehen, was sie sagen und dem auch wissenschaftlich folgen können, allerdings aus verschiedensten Gründen nicht bereit sind, als Gemeinschaft in die Öffentlichkeit zu gehen und Sachen publik zu machen. Ganz interessant fand ich, dass Sie gerade gesagt haben, um was zu bewirken, den Umweg zu gehen ins Zivilrecht, damit sich dann auch tatsächlich irgendwas tut, muss ich sagen, ist ja eine sehr kreative Idee gewesen, die auch wieder dadurch entstanden ist, dass Ihnen ja schon ein paar Leute auf die Sprünge geholfen haben mit guten Ideen. Auf der einen Seite ist es schade, dass die Wissenschaft nicht generell als Gruppe
sich für Sachen einsetzen kann, aber da ist natürlich auch eine ganz große finanzielle Macht im Hintergrund. Auf der anderen Seite ist es auch beruhigend zu wissen, dass unter dem Radar dann doch ein bisschen was möglich ist. Ich darf oder sollte, muss sogar noch ein bisschen tiefer greifen, weil immer gesagt wird, ja, das große Geld ist schuld, dass es hier Verlockungen gibt. Das ist nur zum Teil richtig. Der große Ivan Illich, den ich persönlich 1995 kennenlernte, hat 1976 geschrieben, dass wenn die Medizin nicht entkoppelt wird von der Wirtschaft und jedes Jahr auch ein Umsatzplus liefern muss, also unter dem Renditezwang steht, dann muss sie automatisch übertreiben, um einen Gewinn, also ein Wachstum, ein Wirtschaftswachstum zu generieren. Und dieser Mechanismus allein führt zu maßlosen Übertreibung und irgendwann auch mal zum Betrug, der aber nicht wahrgenommen wird, weil er schleichend läuft und ohne Intention läuft. Also es ist Betrug ohne Absicht. Es ist ein Mechanismus. Und die Medizin müsste, damit sie den Menschen wieder dient, von der Wirtschaft entkoppelt werden. Das ist die zentrale Aussage von Ivan Illich in seinem Buch Die Nemesis der Medizin. Das ist die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Geschichte, müssen wir noch 20 Jahre zurückgehen, da hat ein ganz berühmter und wichtiger Soziologe, Historiker, Eugen Rosenstock-Huessy, der sehr viele wichtige Dinge geschrieben hat, der hat in seinem Band Soziologie 1 dargelegt, dass etwas ganz Neues die Menschen bedroht und auch deren Existenz in Frage stellt, nämlich ein neues Spannungsfeld, das niemandem aufgefallen ist, nämlich das zwischen Wissenschaft und Forschung. Wissenschaft ist nur staatlich finanziert. Er schreibt, die glücklichen Staaten finanzieren die Wissenschaft ausgiebig und die lassen natürlich nur Autoritäten zu, alte Autoritäten. Und der Forscher, der was Neues rauskriegt, der vielleicht auch was widerlegt, der bessere Erklärungen liefert, der kommt nicht zum Zug, wird nicht finanziert, wird unterdrückt. Und die sogenannte Wissenschaft macht Pseudoforschung, um sich selber aufrecht zu halten. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Und er schreibt wörtlich in diesem Buch auf Seite 115, sie erforschen den Krebs nach den veralteten Regeln Pasteurs, als sei er die Tollwut. Diesen Satz muss man sich aufschreiben, lesen, nachdenken und man erkennt, es ist eine Doppelkritik an den überholten Modellen der Infektionstheorien und an den Krebstheorien, die natürlich aus diesen Infektionstheorien hervorgegangen sind. Das muss man wissen. Das geht zurück. Und natürlich noch weiter zurück. Ganz konkret geht's ins Jahr 1858, als Rudolf Virchow, der eigentlich Theologe werden wollte, der aber berühmt werden musste, um die massiven Schulden seines Vaters kompensieren zu können, der hat begonnen, erfolgreich begonnen, die Schulmedizin zu verstaatlichen. Das war sein großes Ziel. Er hatte hier sehr prominente und effektive, weltweit vernetzte Helfer, die das bewerkstelligten. Und er postulierte eine Theorie, die er in anderer Form früher bekämpft und als falsch gezeichnet hat und plötzlich in modernen, scheinbar neuem Gewand als sein eigenes dann der Welt postulierte, nämlich die Theorie, dass alle Krankheiten aus Zellen kommen, indem die Zellen Krankheitsgifte bilden, lateinisch Virus. Und dort sind wir bei der alten Säftelehre, die von Virchow quasi in eine neue Form gebracht worden ist. Zellen seien die Ursachen aller Krankheiten und darin Krankheitsgifte, die die Zellen produzieren würden, die im Körper wandern könnten, auch außerhalb des Körpers geraten können und zu Ansteckung verursachen. Das geht letztendlich auf Rudolf Virchow zurück. So haben wir die drei Punkte, die erklären, was heute läuft. Natürlich den Zwang zu Wachstum in der Medizin, zur Übertreibung. Dann aber eine staatlich fehlentwickelte Wissenschaft, eine 5-Jahres-sozialistische Fehlplanung. Ja, das kann nicht gehen, das haben wir gesehen. Aber so läuft unsere Wissenschaft. Immer Pläne zu machen auf dem, was schon behauptet worden ist. Man kann ja nicht links und rechts schauen. Man unterdrückt andere Ansätze automatisch, weil man sonst selber nicht finanziert wird. Und eben die große Fehlentwicklung von Rudolf Virchow 1858.
1958 seine Zellularpathologie, die sehr schnell über seine Kontakte globalisiert worden ist. Sie wissen so viel zu den Hintergründen und auch zu der Historie, wie diese Fehlentwicklungen alle entstanden sind. Sie selbst haben erfahren, dass keiner so wirklich damit in die Öffentlichkeit gehen will, aus den Gründen, die Sie gerade erklärt haben. Jetzt kommen Sie mit Ihrem Preisausschreiben. Und dieses Preisausschreiben ist ja auch mit Risiken verbunden. Konnten Sie diese Risiken, die möglicherweise kommen, irgendwie einschätzen? Hatten Sie eine Idee, was da auf Sie zukommt? In der Theorie hatte ich diese Idee, dass es eine massive und gewaltige Vorverurteilung durch die Medien geben wird. Wie das aber in Praxis tatsächlich funktioniert, das habe ich unterschätzt, weil es traf natürlich mich indirekt, aber umso effektiver über meine Familie, über meine Bekannten, die zu mir stehen, über Leute, die dieses Wissen verstehen. Man wird dann kollektiv in den Medien verleumdet, als Verbrecher, als Unmenschen, als Terroristen bezeichnet. Und das auszuhalten war natürlich schwierig. Und ich konnte es Gott sei Dank aushalten, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich eine starke Frau hinter mir hatte. Ich habe mal in Barcelona ein witziges Werbeplakat gesehen. Eine gut gebaute Frau, die vor ihrer Brust einen männlichen Säugling hielt, und da stand dieser Spruch dahinter: Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Ja, aber im Fall von meiner Frau stimmt das zu. Ich denke nicht, dass, wenn man allein, ganz allein steht und keine Rückendeckung hat, natürlich auch durch Freunde, dann durch Menschen, die ich gar nicht kannte zuvor, die sagen, hey, ich weiß, was du machst, seit vielen Jahren lese ich das, aber ich habe mich nie getraut, sie zu kontaktieren, und jetzt schauen wir mal hier, guck mal, ich habe noch diese Idee und da ist noch ein super Rechtsanwalt und hier läuft es. Und so ging das dann. Ganz alleine, ohne die Unterstützung der Familie, konkret des Partners, und ohne Freunde, ohne Bekannte, ohne neue Freunde und auch ohne Unterstützung aus der Wissenschaft selbst. Eben, die sagen, pass auf, wir können nicht raus, wir verlieren unsere Karriere, aber wir stehen hinter dir und du hast alle unsere Unterstützung. Wäre das in der Tat nicht möglich geworden. Also den Prozess überhaupt zu starten, die medialen Angriffe zu überstehen, die wirtschaftlichen Angriffe zu überstehen, die kamen, und natürlich dabei immer locker zu bleiben, um konstruktiv darauf zu reagieren, um letztendlich diesen Masern-Virus-Prozess, der in der ersten Instanz verloren wurde, den dennoch zu gewinnen und dann auch noch dieses Urteil vom Bundesgerichtshof bestätigt zu bekommen. Das ist eine Gemeinschaftsleistung, die ohne die Beteiligung von vielen Menschen gar nicht möglich gewesen wäre. Und all diesen Menschen, die zum Teil auch gar nicht genannt werden möchten, ja, möchte ich an dieser Stelle recht herzlich danken. Es waren auf der einen Seite natürlich Verleumdung, mediale Angriffe. Objektive Berichterstattung in dieser Zeit war ja sehr selten. Haben Sie schon gedacht, man wird es dann im Endeffekt akzeptieren und auch wirklich wissenschaftlich betrachten? Mir war klar, dass es hart werden kann. Ich habe sowas Ähnliches in Südtirol überstanden. Da ging es damals um 300.000 Euro. Und erst ein persönliches Gespräch mit dem Ministerpräsidenten sozusagen des Landes Südtirol hat den Prozess dann sehr elegant gelöst per Handschlag. Deswegen wusste ich schon, was da passieren kann. Bloß was ich nicht gedacht hätte, was geschieht, wenn ein Mensch unter Panik kommt. Und hier war es ein Richter am Landgericht Ravensburg, der wohnt hier im Nachbarsdorf. Ein ganz lieber Mensch, der fährt mit dem Fahrrad zum Gericht, um die Umwelt zu schonen, arbeitet ehrenamtlich im Drittweltladen, um die Flüchtlingskrise an der Wurzel zu schaffen. Das alles sehr lobenswürdig. Interessant ist, dass er sich vor Jahren, um den Genossen in Berlin zu zeigen, dass er für höhere Ämter auch bereitsteht,
sich auf einen aussichtslosen Kandidatenplatz bei den Gemeinderatswahlen als SPD-Kandidat aufstellen ließ. Ja, das war interessant, weil ich festgestellt habe, dass Menschen, die sich links definieren, eher anfällig sind für Fortschrittskeitsparolen. Ja, so mit Gentechnik schaffen wir den Hunger, bald gibt's eine Impfung gegen Dummheit und lauter diese Dinge, ja. Das sind eben so Parolen, die eben von Fortschrittsgläubigen, ja, auch der kleine Mann kann Nobelpreis bekommen und dann die Weltprobleme lösen und so weiter. Das ist so eine Tendenz, die mir aufgefallen ist. Und dieser Mann hat sicherlich geglaubt, dass ich gefährlich bin. Aus seiner Sicht muss er das ja auch glauben. Bloß er hat es recht massiv überdehnt und hat noch in der Verhandlung, im ersten Teil der Verhandlung, als der Gutachter noch gar nicht entlassen war, er aber merkte, dass seine Richterin, die Berichterstatterin war, kapiert hat, um was es geht. Sie hat dem Gutachter die klaren Fragen gestellt, ihn ins Kreuzfeuer genommen. Der Gutachter hat eingestanden, dass er gelogen hat davor. Und dann wird plötzlich ein Stuhlurteil gefällt, ohne dass der Gutachter entlassen war. Die zwingend vorgeschriebenen weiteren Schritte eines Zivilverfahrens, nämlich die Beweiswürdigung und so weiter, die Beweisaufnahme war ja gar nicht gestoppt. Sie war ja mit dem Gutachter gerade in Gang gekommen. Die Nebenklage wurde nicht verhandelt und so konnte ich meine ganzen Beweise gar nicht vorbringen und bin aus dem Stand verurteilt worden. Das war hier möglich, war allerdings, muss ich auch sagen, gleichzeitig der Grund, warum dann die Richter in Stuttgart gesagt haben, nee, jetzt aber Klage zurückweisen, Urteil aufheben, dass diese Dinge gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Weil es gab genügend Zeugen drin, die das gesehen haben. Viele Journalisten haben ihre Kameras trotz Verbots aufzunehmen mitlaufen lassen. Mir ist es aufgefallen. Die haben einfach ein Kleberchen auf ihr rotes Lichtchen gemacht an der Kamera und haben das weiterlaufen lassen. Das ist ja alles dokumentiert, was da passiert ist. Und das war gewaltig. Also ich konnte die Beweise ja gar nicht vorlegen. Um die es ging, ja. Mir war das Wort abgeschnitten und lauter solche Dinge. Das habe ich alles nicht sehen können, war aber letztendlich auch sicherlich Voraussetzung, dann am Oberlandesgericht Stuttgart und am Bundesgerichtshof zu gewinnen. Die haben das nicht freiwillig gemacht. Die haben, wenn man das Urteil anschaut, versucht, ihre Kollegen zu schützen, ja, was ihnen aber nicht ganz gelungen ist, weil das Ding war so wasserdicht und das haben sie einfach gemerkt und hoffen, dass niemand dieses Urteil jetzt liest. Haben allerdings, und das ist gewaltig, das ist jetzt Rechtsprechung in Deutschland, geurteilt, dass alle 6 Publikationen keine einzige dieser 6 Publikationen Beweis für die Existenz des Masernvirus darstellt. Und die erste Publikation des Masernprozesses, die älteste aus dem Jahr 1954, ist die exklusive Grundlage der gesamten Masernvirologie. Der gesamten Masernimpfung. Alle Wissenschaftler beziehen sich auf diese Publikation aus dem Jahr 54 und die ist, deutsche Rechtsprechung, kein Beweis für die Existenz des Virus. Der weitere Punkt, der extrem wichtig ist, diese Publikation, die jetzt, deutsche Rechtsprechung, kein Beweis für das Masernvirus darstellt, die ist Ausgangspunkt aller anderen Virusbehauptungen. Das muss man wissen. Die Fehler, die Wissenschaftler damals gemacht haben, 1954, weil sie keinerlei Kontrollexperimente durchführten, weil sie überhaupt nicht wissenschaftlich denken konnten und nicht gedacht haben, das waren Quereinsteiger, die haben nie Naturwissenschaften studiert, die das gemacht haben. Dieses Handeln und diese Spekulation, die auch tatsächlich 1954 noch als Spekulation bezeichnet worden sind, wurden und sind Grundlage aller Existenzbehauptungen der sogenannten krankmachenden Viren. Und das ist eigentlich die Bedeutung des Urteils, das nur deswegen kommen konnte und so klar wurde, weil alles so lief, wie es gelaufen ist. Es war also alles gut und richtig so. Wenn man den Prozess rückblickend betrachtet, dann war alles gut und richtig, so wie es gelaufen ist. Das kann man natürlich während des Prozesses und während dieser Zeit, glaube ich, nicht sehen. Diese Puzzlesteinchen und das Gesamtbild setzt sich sicherlich erst, nachdem es durchgestanden ist, zusammen. Und dann sieht man, warum hat es Sinn gemacht, dass es so gelaufen ist. Ich muss nochmal auf einen Punkt zurückkommen.
Das Preisausschreiben war von Ende 2011. Der Jungarzt David Badens klagte 2013 unter Umgehung der von ihnen klar definierten Regeln. Und hier ist meine Frage, wieso wurde diese Klage überhaupt zugelassen? Es war ja eigentlich auch für einen Nichtwissenschaftler ganz offensichtlich, dass eben das, was im Preisausschreiben gefordert wurde, überhaupt gar nicht geliefert wurde. Das war ja der erste Punkt. Das Gericht hat einen Beschluss gefasst im Jahr 2014, dass eben es nicht auf eine Publikation vom RKI ankäme. Das war schon ein Wahnsinn. Damit haben sie ja das Preisausschreiben selber ausgehebelt und dass auch Kombinationen aus Aussagen aus diesen Publikationen und nicht nur das, sondern dass alle in den Publikationen zitierten anderen Publikationen, das sind insgesamt 3.366 Publikationen, ich habe es mal nachgezählt, die wichtigsten habe ich mir gezogen und wir haben ja diese Literaturrecherche in den 90er Jahren schon abgeschlossen mit drei Arbeitsgruppen auf der Welt. Die meiste Arbeit hat die Arbeitsgruppe von Eleni Papadopoulos-Eleopoulos in Perth in Australien gemacht und deswegen war ich damals schon sicher, es gibt überhaupt keinen Beweis für keinen sogenannten krankmachenden Virus. Das war mir klar und wenn man das Prinzip mal verstanden hat, dass einfach Zellen im Reagenzglas getötet werden, unbeabsichtigt. Man will sie aktivieren für eine nachfolgende vermeintliche Infektion mit Speichel oder Blut, ja. Und deswegen entzieht man ihnen die Nährlösung und gibt Antibiotika drauf, um zu verhindern, dass Bakterien die Zellen töten. Also kann man sagen, wenn die Zellen sterben, dann waren es nicht Bakterien, also muss es ja ein Virus sein. Hat das aber nie kontrolliert. Und es ist so offensichtlich, wenn ich die Nährlösung entziehe und Antibiotika draufschmeißen, die ja unsere eigenen Zellen auch töten, weil in unseren Zellen Bakterien sind, in uns den Sauerstoff veratmen, die Mitochondrien. Das wusste man ab 1973, dass diese Antibiotika Zellen töten, unsere Zellen töten. Aber das hätte man auch damals wissen können, wenn man einfach Kontrollversuche macht. Das führte dann dazu zu glauben, okay, da muss ja ein Virus sein, wenn die Zellen sterben. Aus diesen sterbenden Zellen wird der Impfstoff gemacht. Deswegen ist speziell der Masernimpfstoff, das soll ja lebende, abgeschwächte Viren sein, so gefährlich und macht besonders häufig oder mehr wie andere Impfungen, deutlich mehr, schwere Allergien, weil ein Impfstoff soll ja Reaktionen gegen die Eiweiße, die gespritzt werden, erzeugen. Und das sind Eiweiße aus Zellen, also trifft es uns selber. Das ist mir klar geworden, das ist auch die Bedeutung jetzt des rechtskräftig gewordenen Urteils, dass diese Impfung auch nicht mehr zu rechtfertigen sind. Kein Zwang in diese Impfung zu rechtfertigen ist. Kein Schulausschluss, wo man auch in ein Grundrecht auf Bildung, in ein Grundrecht des Elternrechts eingreift. Das ist alles nicht mehr haltbar, weil die Grundlage all dieser Behauptung durchs OLG, bestätigt durch den Bundesgerichtshof, gekippt worden sind. Ich gehe nochmal zurück zum Prozess. Und der Prozess ging ja durch mehrere Instanzen. Vielleicht erzählen Sie einfach nochmal so im Groben, was alles in diesen 5 Jahren passiert ist. 2011 war das Preisausschreiben und was hier noch gar nicht gesagt worden ist in diesem Interview, was aber das Ziel des Preisausschreibens war, ich wollte ja der Ex-Bundesjustizministerin Argumente gegen die geplante und geforderte Impfpflicht bei Masern liefern. Und im Preisausschreiben ist auch ganz klar formuliert, warum und wieso das RKI, das Robert-Koch-Institut, Ziel des Preisausschreibens ist und dass an dieses Institut und die Leiterin des Nationalen Referenzinstituts von Masern, Frau Professor Annette Mankertz, dass an sie die Fragen gestellt werden müssen. Das stand ganz klar drin in diesem Preisausschreiben, das 3 Seiten hatte. Es stand auch drin, dass wenn sie nicht antwortet oder falsch antwortet, man sich bei ihrem Vorgesetzten beschweren soll darüber. Den Leiter des Robert-Koch-Instituts. Wenn der nicht tut, dann muss man sich beim Referatsleiter am Bundesgesundheitsministerium beschweren. Und wenn dieser Referatsleiter nicht tut, gut, beim Bundesgesundheitsminister. Und wenn dieser nicht tut, beim Deutschen Bundestag. Das ist alles gemacht worden.
Darüber ist bloß nicht berichtet worden. Also hier ist die Kette da, dass alle Vorgesetzten darüber informiert worden sind, dass das Robert-Koch-Institut keinerlei Beweise selbst vorlegen konnte. Derweil ist das Robert-Koch-Institut durch Infektionsschutzgesetz § 4 verpflichtet, zu all diesen Infektionskrankheiten eigenständig Forschung durchzuführen und diese zu publizieren. Das ist ja klar, die kriegen ja Geld dafür, Forschung durchzuführen und zu publizieren. Dass sie alle ihre Ergebnisse publizieren, haben sie sich sogar im Mai 2002 selbst verpflichtet. Dieses Robert-Koch-Institut schreibt dann: Wir haben gar keine Publikation zum Masernvirus. Wir haben zwar interne Forschung gemacht, aber die veröffentlichen wir nicht. Das muss man sich vorstellen. Also das Robert-Koch-Institut gibt im Prozess schriftlich bekannt, wir haben Ergebnisse, aber wir publizieren die nicht und wir geben die nicht raus. An den Souverän des Staates, den Bürger, nein, wir rücken das nicht raus. Das geht nicht, das ist Gesetzesbruch. Bedeutender war aber, als dann natürlich die Beschwerdeaktion lief mit den Vorgesetzten, zuerst dem Leiter des Robert-Koch-Instituts, dann ins Gesundheitsministerium, dann bis in den Bundestag, wo das Robert-Koch-Institut nicht wissen konnte, wie der Bundestag reagiert, geben die uns Recht und dann fliegen die auf. Und in dieser Zeit hat das Robert-Koch-Institut eingestanden, ja, das Masernvirus hätte auch typische zelleigene Bestandteile in sich drin. Das Robert-Koch-Institut hat den Fachbegriff Ribosomen benutzt. Das sind die kleinen Fabriken in der Zelle, die einfach die Eiweiße herstellen in unseren Zellen. Und plötzlich heißt es, ja, diese Ribosomen seien im Masernvirus drin. Das bedeutet, dass natürlich die Impfung wahnsinnig gefährlich ist, wenn hier Bestandteile unserer eigenen Zellen drin sind, dann machen wir ja Autoimmunreaktionen da dagegen. Dieses Eingeständnis war da und gleichzeitig ist dieses Eingeständnis die Widerlegung aller Behauptungen, dass die Masernimpfung sicher sein kann oder ohne Wirkung sei. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass das Masernvirus widerlegt ist. Weil Viren sind definiert durch die Abwesenheit von zelleigenen Strukturen. Das sagte sogar der Gutachter schriftlich und mündlich aus. Das wäre eine Sensation, wenn das so wäre. Das wäre ja wahnsinnig. Und damit wäre das Masernvirus widerlegt. Das muss man sich mal vorstellen. Und dem geht das Gericht nicht nach. Weder in der ersten Instanz noch in der zweiten Instanz. In der ersten Instanz hatte ich verloren. In der zweiten Instanz haben sie all diese heißen Sachen ausgelassen. Es wird sogar im Urteil erwähnt, dass der Gutachter dann gesagt hat, ja, dann ist ja die Definition vom Virus im Fluss. Und ich habe dem Richter gesagt am Oberlandesgericht, wenn die Definition des Virus im Fluss ist, dann ist sie juristisch nicht greifbar, weil sie wissenschaftlich nicht greifbar ist. Und was nicht definiert ist, kann ja auch nicht strafbar sein. Beziehungsweise dann ist ja die Wette nicht erfüllbar. Und ich habe beantragt, sofort und mit diesem Argument die Klage einzustellen und das Verfahren zu beenden. Das hat der Richter nicht gemacht. Hat nicht mal meinen Antrag protokollieren lassen. Aber er hat den Fehler gemacht, dass er im Urteil schreibt, der Gutachter hat gesagt, die Definition des Virus sei im Fluss. Ja, wenn was im Fluss ist, ist es nicht definierbar, ist es nicht verhandelbar. Das ist eines dieser großen Geschichten, die dann im Prozess wirksam geworden sind. Aber es tut natürlich weh, wenn man verliert in der ersten Instanz und die ganzen Argumente sind da und werden aber schlichtweg ignoriert, überfallsmäßig quasi ignoriert. Wie aber schon gesagt, die Berufung war dann eben erfolgreich, weil das Gericht, das Oberlandesgericht versuchte, die ganz heißen Eisen einfach abzukühlen oder einfach zu benennen, aber nicht zu kommentieren, ja. Und um die Beteiligten zu schützen, natürlich. Also ich wiederhole, auf der ersten Instanz verloren, dann die Berufung eingelegt, die war erfolgreich mit der Aussage, dass alle 6 Publikationen kein Beweis für das Virus darstellen und dem Versuch natürlich des Gerichts, die heißen
Dinge möglich zu kaschieren, um das Ansehen der Justiz und der Beteiligten zu bewahren. Das ist, was geschehen ist. Der Kläger hat dann versucht, das Urteil zu kippen, hat den Bundesgerichtshof angerufen und der Bundesgerichtshof hat gesagt, die Behauptungen des Klägers sind unwahr. Zum Beispiel hat der Kläger behauptet, ich sei eine Gefahr für die Volksgesundheit. Er hat es sehr deutlich zurückgewiesen in der Begründung und damit ist das Urteil von Stuttgart rechtskräftig geworden. Das war der Ablauf des Verfahrens. Das war Teil 1 unserer Sendung Viren entwirren, Medizin entwickeln. Vielen Dank, Dr. Lanka, dass ich bei Ihnen sein darf und dass Sie uns an Ihren Erlebnissen teilhaben lassen. Ich danke Ihnen dafür, mein erstes für mich gutes und sehr gutes Interview geben zu dürfen. Vielen Dank. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Im zweiten Teil geht es weiter mit dem Masernvirusprozess. Darum, was eigentlich ein Virus ist und was uns denn jetzt krank macht. Im dritten Teil hören wir etwas über eine tomografische Technik, an der Dr. Lanka arbeitet. Es geht um Grundlagenforschung, um Wasser und um die Ursubstanz des Lebens. Dr. Lanka ist Chefredakteur des Magazins Wissenschaft Plus. Auf der Webseite www.wissenschaftplus.de sind weitere Texte und Informationen nicht nur über den Prozess zu finden. Das Magazin Wissenschaft Plus kann auch abonniert werden und erscheint 6-mal im Jahr. Entdecke Radio sendet auf okitalk.com und auf Tide 96.0. Den Sendeplan und alle bisherigen Interviews findet ihr auf www.end-decke.net. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei.